Wer eigentlich heute an einem Mitarbeitergespräch sagt, mir ist meine Work-Life-Balance wichtig, hat eigentlich schon verloren. Weil ein Mitarbeiter hat gefälligst keine Work-Life-Balance. Der hat einfach Work und sein Life ist Life und sein Life ist Work. Hallo zusammen, das ist Bleisch und Bossart mit dem Yves und mir, der Barbara. Wir diskutieren hier philosophische Alltagsfragen. Heute geht es um das Thema, macht Arbeit eigentlich glücklich? Und wir fangen gerade mit dir an, Yves. Macht dein Job dich glücklich? Jetzt im Moment geht's schon, ja. Also das ist das Schönste, wenn wir schöne Gespräche führen mit klugen Menschen. Das machen wir ja in der Sternstunde. Mit mir, gell? Genau, und mit dir. Nein, das ist bezahlte Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, kann man sagen. Und, aber es gibt natürlich auch Aspekte von unserem Job. Das kennst du genauso wie ich. Mails, Sitzungen und so weiter, Reibereien. Manchmal auch zu wenig Zeit für eine Vorbereitung, die dann halt jetzt auf einem höheren Niveau klagt, eher anstrengend ist und wo mich nicht glücklich macht, würde ich sagen. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht so recht, was ist eigentlich die Umkehrung? Also wenn man jetzt sagt, es macht mich mega glücklich, ist es dann keine Arbeit. Und ich glaube, das stimmt ja auch nicht. Sondern das Verhältnis von Arbeit und Glück, das ist im Laufe der Geschichte immer wieder neu bestimmt worden. Und es hat Zeiten gegeben, zum Beispiel bei Aristoteles, da hat man wirklich die Idee gehabt, Arbeit macht tief unglücklich. Und das Beste, was du machen kannst, ist nicht arbeiten. Also bei Aristoteles hat er wirklich freie Mensch. Er hat natürlich nicht geschafft. Geschafft hat nur Sklaven und Frauen. Ja gut, das hast du dir so leisten. Das ist absurd, ja. Aber jetzt, also ich meine, heute leben wir in einer total anderen Gesellschaft. Oder? Es ist, viele definieren sich total über die Arbeit. Man fragt immer, und was machst du? Mhm. Also es ist sehr neu an unserer Identität. Mehr, ja, genau. Wenn man so viel schafft. Idealerweise schaffst du, also ist die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit fließend und du schaffst in der Freizeit noch für dich selber und du machst es so gerne und so weiter. Das ist das neue Ideal. Und ich glaube, wenn man über die Geschichte schaut, was dann nach der Antike gekommen ist, wo eigentlich die Freien eigentlich nur glücklich gewesen sind. Dann kommt die Religion, das Christentum und später der Protestantismus, der das umkehrt, oder? Und sagt Ora et Labora und der Luther sagt sogar Arbeit als Gottesdienst. Also es ist etwas sehr Edels und es wird aufgewertet und letztlich die religiöse Heilsdimension, wo der Arbeit innen ist, die kommt jetzt im Christentum. Und selbst im Kapitalismus drinnen ist, genau. Der Max Weber mit seiner These, oder? Der Geist vom Kapitalismus, wo der protestantische Ethik in der Arbeitsmoral drinnen ist. Und das spürst du heute schon in dem Leistungsideal, dass da irgendwie mit Selbstentfaltung fast so Erlösung, oder? Genau, jetzt sind wir in der extremen Geschichte, oder? In dieser Geschichte, die quasi sagt, heute sind wir fast so in einem Workism sogar, also in einer Ideologie von der Arbeit. Und es geht ganz extrem darum, mit Leidenschaft das zu machen, was man macht. Es gibt so eine Abschlussrede von Steve Jobs, ich glaube von 2005, die ist auf YouTube viral gegangen, wie nur etwas, wo es genau um das geht. Du musst eigentlich das finden, was du leidenschaftlich gerne machst und dann wirst du erfolgreich sein. Und mich stört an dem immer ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist, über das können wir vielleicht dann noch länger reden, ist eben der Workism, die Überidentifikation mit der Lohnarbeit, die ich wirklich auch kritisch sehe. Und das andere ist, das gilt natürlich nur für eine ganz hauchdünne Minderheit eigentlich. Total. Ganz viele Jobs, die wir machen, haben nicht viel zu tun mit Leidenschaft. Natürlich kannst du leidenschaftlich gern perfekt Person bedienen, die bei dir kommt, ein Brot kaufen, wenn du beim Bäcker arbeitest. Aber für viele von diesen Leuten ist am Ende des Tages einfach wichtig, dass sie ihren Job machen können, um einen Lohn heimbringen. Genau. Und es geht nicht darum, sich zu verwirklichen. Genau. Ja, das ist schon der Punkt. Also ich meine, es gibt ja auch den Andreas Reckwitz, Soziologe und Zeitdiagnostiker, der sagt, was passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist eine Spaltung der Mittelschicht. Genau. Also es gibt jetzt eigentlich eine Drei-Klassen-Gesellschaft, sagt er, eine obere Mittelschicht, das sind so die Akademikerinnen und so weiter, da würden wir dazu zählen, die sich können, wo den Luxus haben, sich dürfen selbst entfalten in ihrem Job. Mhm. Und dann gibt es eine alte Mittelschicht, die Jobs machen, die jetzt langsam am Aussterben sind und auch schlechter bezahlt sind, nicht nur das, sondern auch schlechtere Anerkennung haben. Und dann gibt es noch die sogenannte Service-Klasse, also die prekäre Klasse, wo, also das kann Reinigung sein, Transport sein, also die ganzen Paketboten jetzt im Lockdown und so weiter, aber auch die Reinigungskraft im Internet, also die ganzen Cleaners, die dann irgendwie die Videos sich anschauen und mit denen konfrontiert werden und müssen löschen. Genau, all diese Sachen müssen einfach gemacht werden, damit wir da irgendwie in der Komfortzone leben können. Das muss man sicher sagen, ja. Aber wenn wir noch bei der Frage bleiben, macht Arbeit eigentlich glücklich, könnte man ja wie sagen, sie muss nicht glücklich machen,
sondern ein Job haben an sich ist eigentlich ja auch schon ein Stück weit Glück. Weil was man ganz sicher weiss, ist, Arbeitslosigkeit macht ganz sicher tief unglücklich. Mhm. Also wenn man die Leute fragt, arbeitslose Menschen sagen sehr oft, sie hätten nichts lieber, wie wieder einen Job will. In unserer Gesellschaft einen Job haben, natürlich auch mit sozialer Anerkennung einhergeht. Da sind wir beim Apéro. Wenn man dich fragt am Apéro, was machst denn du? Genau. Dann erwarten wir eine Arbeitsantwort. Und nicht, dass man sagt, ja, ich singe im Chor oder ich fahre in der Freizeit. Aber nur in unserer Bubble machen wir das so. Also ich glaube, in meinem Fall nicht so sicher. Ich glaube, im Fall, das ist selbst an einem älteren Abend, wenn die Eltern sich vorstellen, ist die Erwartung, dass man erzählt, was man für einen Job macht. Ja, in so offiziell vielleicht, genau. Aber ich meine, und dann sagen, ich bin arbeitslos. Ja, aber es ist interessant, wie du sagst, also Fakt ist es, dass wenn man arbeitslos ist, dann tendenziell auch unglücklicher ist. Das macht mit Strukturen, mit Anerkennung zu tun. Ich habe es selber mal so erlebt. Ein halbes Jahr nur, zum Glück, arbeitslos am Suchen gewesen. Es war auch eine Phase, in der ich irgendwie, ja, das Netz nicht mehr hatte, das Soziale. Und habe gemerkt, wie einem das runterzieht und wie man auch von dem lebt, von dieser Struktur, von dieser Anerkennung, genau, von dieser Wertschätzung. Genau, und auch etwas, weißt, so ein bisschen etwas können machen, wo du nachher ein Produkt hast und sagst, das ist ein Teil von mir, das bin ich. Es ist eine Selbstverwirklichung, so wie es beim Hegel drinnen ist. Oder hat die Arbeit extrem aufgewertet, einen höheren Stellenwert, weil es eine Form ist von Entäußerung von mir selber. Es ist eine Form von Selbsterkenntnis, letztlich. Ja, aber doch in dem, nicht, was ich mache. Regal, ist wie eine Künstlerin. Genau, oder? Natürlich also, nicht. Es ist natürlich ein Arbeitsideal, das nicht am Künstlerin, am Künstler ausgerichtet ist, oder? Wo dann sich abmüht, Arbeit an sich selber auch und etwas sozusagen wie eine Geburt leistet, oder? Von etwas, das man sich anschauen kann, einen Spiegel hat. Aber klar, wenn du natürlich irgendwie musst WC putzen oder an der Kasse schaffst und so das Repetitive, das ist dann eher Entfremdung, nicht irgendwie Entfaltung. Da gibt es ja noch eine interessante Geschichte von den drei Steinmetzen. Der erste Steinmetz sagt, ich haue einen Stein. Der zweite sagt, ich haue einen Stein, zum Geld zu verdienen. Vielleicht auch eine Familie zu ernähren. Und der Dritte sagt, ich baue mit an der Kathedrale. Und wenn man dann fragt, wer ist der Glücklichste, ist klar der Dritte. Weil die Vorstellung, das, was ich mache, gehört zu einem grösseren Ganzen, entweder zu meiner Selbstverwirklichung oder ich bin Teil von einer Firma, wo ich mich damit identifiziere. Das ist das Zweite, das wichtig, ist zum Beispiel oder? Auch mega wichtig, dass du das Gefühl hast, du gehörst zu etwas dazu und du schaffst etwas, das gebraucht werden kann oder wo eben irgendwie eine höhere Idee realisiert. Aber interessant ist ja, wie tun wir eigentlich zeigen, dass wir etwas wertschätzen. Und das ist etwas, was ich bedauernswert finde in unserer Gesellschaft, dass das sehr stark über das Geld läuft. Das würde sich wahrscheinlich ändern, sagen viele, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Es gibt ja Thesen von Richard David Precht und von anderen, die sagen, irgendwie im Zug von der Automatisierung, von der Digitalisierung, wenn all die repetitiven Jobs irgendwann wegfallen durch künstliche Intelligenz, wenn das Roboter und so künstliche Systeme besser können, werden wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr um das bedingungslose Grundeinkommen kommen. Wobei alle diese Fragen von Zukunft der Arbeit und so, da hat es ja schon x Studien und Bücher und Literatur gegeben und vieles von dem hat bis jetzt ja nicht gestimmt. Aber ich glaube, die Chance von der Arbeit ist halt schon die. Also wenn wir jetzt schauen, wenn man sagt, macht die Arbeit glücklich, kann man sagen, viele macht es nicht glücklich, eine privilegierte Oberschicht macht es glücklich, aber soll sie glücklich machen? Und dort finde ich schon, wenn man in die Zukunft schaut, was haben wir jetzt für ein Modell? Und ich finde schon, ja, das soll sie eigentlich. Das soll sie unbedingt ein. Und dort finde ich, muss man auch noch mal sagen, Arbeit sollte in erster Linie nicht unglücklich machen. Und weltweit gesehen sind wir ja überhaupt nicht an dem Punkt. Es gibt massiv ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, gesundheitsschädigende Arbeit, es gibt unwürdige Arbeit. Und das alles mal zu beseitigen, wäre schon ein grosses Ziel. Also mal zu sagen, Arbeit sollte in erster Linie nicht unglücklich machen. Mal anständige Arbeitsverhältnisse, anständige Löhne für alle. Und dann können wir noch darüber reden, soll sie glücklich machen. Und ich glaube, dass wir da wirklich ein bisschen in eine andere Zeit hineinkommen. Auch viele junge Leute, die sagen von vornherein, sie wollen nicht 100% arbeiten, sie haben noch andere Interessen im Leben. Also wie du es am Anfang beschrieben hast, es fällt mir auch auf, dass viele junge Leute da wirklich ein bisschen andere Idee haben. Es gibt natürlich auch Kritik an dem, oder Leute, die sagen, ja, aber am Ende des Tages braucht unsere Gesellschaft Leute, die bereit sind, wirklich Vollgutzeit zu geben. Ich weiß es nicht. Ja, und um mir selber noch zu widersprechen. Ich habe eine Kollegin, die auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrer Arbeit hat. Die hat einen super Job, ist super bezahlt, aber für die ist das einfach eine Arbeit. Und ihre Selbstentfaltung findet irgendwo anders statt. Vielleicht ist es gar nicht so falsch, so zu denken. Also letztlich hast du im Job ja auch eine Rolle. Also du hast eine Funktion.
du bist nicht dich selber nur immer. Und das Scheitern oder das Leiden im Job hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass man irgendwie die Abgrenzung nicht mehr schafft. Dass man merkt, hey, man hat jetzt eine Rolle, das ist nur eine Rolle von mir, die ich im Leben habe. Ich bin jemand anders. Ein Teil von mir ist da drinnen und ich gehe darin auf, aber es ist nicht mein ganzes Leben und mein ganzes Dasein. Und ich finde das ein wichtiger Gedanke in der heutigen Zeit, weil er schafft Distanz. Oder? Mhm. Weil das andere ist nämlich genau, wenn du dich so stark identifizierst, dann nachher ist wieder Gefahr, dass du endlos schaffst an dir selber. Und an dir. Ich würde mir dann am besten schon mal damit anfangen, dass man an dem berühmten Apéro, wenn man gefragt wird, und was machst du eigentlich, dann eben doch sagt. Gärtnern. Ja, wie glücklich macht dich deine Arbeit? Wir sind gespannt auf deine Kommentare hier unten in der Spalte. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Marx, dann schaut euch das Gespräch an mit der Philosophin Rahel Jäcki. Und um Arbeit ist es natürlich auch gegangen im Gespräch mit dem Soziologen Andreas Reckwitz. Wenn ihr nichts verpassen wollt von Bleisch und Bossart, aktiviert doch die Glocke. Danke.